haben wir so einen schönen i30. Der steht jetzt schon ein paar Wochen und da tut sich irgendwie nichts. Mann, warum geht der denn nie auf? Und jetzt wollte ich ihn einfach mal reinholen und mal hochheben und mal gucken, fahre ich ihn erstmal rein. Mahlzeit, liebe Kollegen und Kolleginnen. Hier haben wir einen Hyundai i30 mit 115.000 gelaufen, Baujahr 2010. Ist, glaube ich, das erste i30-Modell, oder Kameramann? Oder gibt es noch? Nee. Nee, ist das erste Modell. Ist ein Benziner. Ja? Kann man ja auch machen. Guck mal, ruhig ein bisschen leer. Mhm. An für sich sind die Autos gut. Nur so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Macken haben sie. Wie zum Beispiel Steuerkette. Ganz großes Problem. Habe ich aber auch ein Video drüber gemacht. Ist nicht so der größte Aufwand, die zu wechseln, aber ist schon ein Aufwand. Ne? Ist ein 1,4er mit 109 PS. Ja, der hat jetzt 110.000 gelaufen. Meistens ist dann die Steuerkette schon im Arsch oder wurde schon gewechselt. Ne? Bei dem ist es noch okay. Man hört es auch nicht, man hört kein Rasseln, die überspringt einfach. Und meistens sind dann die Ventile krumm. Ne? Machen wir wieder zu. Dann hebe ich mal hoch. Hier, das könnte man wegpoliert kriegen. Ja, das ist so das Einzige, was er hat. Sonst sieht er eigentlich gut aus. So, jetzt hol ich mal eine Lampe. Als erstes gucken wir Motorgetriebe. Wie man sieht, furztrocken. Aber die sind meistens furztrocken. Ja. Dann gucken wir Achsmanschetten. Heile. Andere Seite genauso. Was mir einfällt, Flexrohr. Die gehen oft kaputt. Aber da gibt es hier, das ist hier geschraubt, da geschraubt. Und das kriegt man schön beim Teilehändler, kriegt man das Teil einzeln. Ja. Für, glaube ich, 40, 45 Euro. Ja. Hier Achsmanschette, Heile. Bremse ist okay. Stimmt, jetzt fällt mir ein, oft haben sie auch, dass die Bremse von hohen Geschwindigkeiten, wenn man abbremst, dass das Lenkrad flattert. Das liegt oft an dem Bremsscheiben. Ganz oft mal muss ich die Bremse vorher neu machen, bevor ich es verkaufe. Keine Ahnung warum. Ist so. Auspuff sieht gut aus. Naja, also sonst für den TÜV haben die eigentlich so selten was, außer Verschleißteile. Ja. Die Achse ist okay, ja, der ist ja halt noch nicht so, wer weiß wie alt. Hier ist ein bisschen rostig, da kann man vielleicht ein bisschen Hohlraumzeug, Wachs meine ich, draufsprühen. Ja. Ansonsten ist da nichts dran. Der wird auch so durch den TÜV gehen. TÜV machen wir ja generell neu. Ja, was soll ich noch zeigen? Lass ihn runter. Vielleicht von innen noch mal ein bisschen oder einfach ringsrum. Weil ich glaube, das ist der einzige Kratzer, den er hat. Ja, die Belege sind auch okay. Die Federn sind okay, die Stoßdämpfer sind trocken. Ah, hier ist noch eine Delle. Aber es gibt ja Dellen und Beulendoktoren, die können die rausdrücken.
wenn sie zu groß stört. Ja, gut ausgestattet ist er eigentlich auch. Der hat hier AUX und USB, ne, was immer nicht schlecht ist. Klimaanlage und sonst, ja, viel mehr hat er glaube ich nicht. Ne? Warte, ich komme mal rum. Elektrische Fensterheber, aber das ist ja schon mittlerweile Standard, ne? 115 gelaufen. Tja, was sollen wir noch zeigen? Das war's. Ja. Ziemlich gepflegtes Auto. Ein Vorbesitzer nur. Also, wie gesagt, achten auf die Steuerkette. Die geht spätestens bei 120.000, ist sie fällig. Dann muss sie gewechselt werden und das, da traut sich auch nicht jeder dran, also ne? Was eigentlich komisch ist, weil so schwer ist das nicht. Ne? Ja, i30, das war's, ist zu verkaufen, Preis steht vorne dran, ne? Das war's, danke und tschüss.